meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde mich jetzt gleich schminken und werde jetzt gleich zum Shopcenter gehen. Ich habe um 10 Uhr ungefähr einen Termin und gehe da zu Fuß hin. Es regnet zwar ein bisschen, es stippert. Aber trotzdem werde ich jetzt zu Fuß dahin latschen. Ja, und deswegen werde ich mich jetzt schminken. Ach, bis gleich. Badezimmer. Ja, wir haben es jetzt eigentlich schon Sonntag, den 28. 1 Uhr nachts. Ich habe gestern eigentlich gar nicht gevloggt, glaube ich. Ich glaube gar nicht. Ich habe nicht mal gezeigt, was ich gegessen habe, ist auch nicht so schlimm. Also, es war gestern, war ich hier mit meiner gesamten Familie, also mit meiner Oma und Opa und meiner restlichen Familie essen im Pfannekuchenhaus. Das ist ein ganz, ganz berühmtes Lokal hier in Hameln. Da gibt es halt nur Pfannekuchen mit, ja, herzhafte oder halt süße und dann auch noch Suppen, also andere Sachen, aber überwiegend Pfannkuchen, da sind sie spezialisiert drauf. Ich habe ganz kurz Werbung gemacht. Komm, fokussiere bitte. Ja. Genau. Ich wundere, meine Katze kackt gerade wieder. Komm. Ja. Ja, wie soll ich das sagen? Dieses Video wird jetzt ein bisschen schwer fallen, dieses Video. Oder das zu sagen, weil es mir sehr unangenehm ist. Wie gesagt, wir waren ja essen. Und, Gott, das ist ja schon nicht mehr bescheuert. Ja, und ich denke es selber irgendwie. Entschuldigung, aber die Kamera wird nicht scharf. Was soll ich das sagen? Also ich bin mit, in diesem Restaurant bin ich mit meiner Oma, mütterlicherseits, die leider gestorben ist,
jedes Jahr im Weihnachten, ja, also jetzt außer seit den paar Jahren, als sie im Seniorenheim war, da nicht. Aber davor waren wir jedes Jahr da zu Weihnachten und ab und zu auch so. Und ja, sie war ja sehr gerne. So, und auf den Punkt zu kommen, wir haben bestellt und wir waren fast schon am Ende des Essens. Und da habe ich eine Gestalt gesehen. Ich weiß, es weiß, es ist Quatsch. Aber es war so komisch. Es war so eigenartig. Diese Person, die stand hinter, also die war da so neben meinem Vater und hat uns so, also die war so, jetzt sah genauso aus wie meine Oma. Nur halt ohne Anziehsachen. Also sie ist nicht nackt, aber in so einem weißen Umhang. Und hat dann so gemacht. Ich weiß, dass das krank ist. Oder zumindest, dass das Quatsch ist. Dass diese Person dann in echt nicht war. Das weiß ich doch selber, dass es auch kein Geist war. Das ist mir auch bewusst. Aber ich habe mich so erschrocken. Dass ich weiß nicht, was das war. Das jetzt eine, ja klar war es eine Einbildung. Aber es war so. Ich glaube, jetzt wäre ich ganz verrückt. Aber es war schon komisch. Also wirklich. Also. Ich habe andere Leute schon mal gehört, hier bei Domian, und die haben angerufen und haben solche Leute gesehen, also ich gestalten. Da wird ja, ist klar. Das habe ich das selber erlebt. Es war so komisch, also ja, weil ich das noch nie erlebt habe, sowas, ja. Und ich glaube jetzt nicht an die, solche Geister, glaube ich eigentlich nicht dran, aber es war schon sehr komisch. Ich konnte die ganze Nacht irgendwie nicht so gut schlafen. Weil ich Angst hatte, dass diese Person oder diese Gestalt, dieser Gedanke, was auch immer, plötzlich nochmal kommt und ja, aber es ist nichts passiert. Was soll die auch tun? Das ist ja halt nur ein Gedanke oder was auch immer. Aber es war sehr, sehr komisch. Und es wäre mir sehr peinlich, dass euch das zu erzählen. Ihr denkt ja auch, jetzt wird die Alte noch irre. Also noch irrer, als sie ehrlich ist, aber ja, tut mir leid. Ist halt so. Ich habe euch Fragen gestellt auf Instagram und ihr habt mir ja Fragen gestellt. Dann fangen wir gleich mal an. Welche kleinen Dinge machen dich glücklich? Was machst du? Was wünschst du dir für dein Leben? Drück dich. Ich drück dich zurück. Ja. Was wünsche ich mir? Also der andersrum die. Was haben wir? Die kleinen Dinge. Welche kleinen Dinge machen dich glücklich? Einfach nur so ein Lächeln, das ist schon schön. Oder Kompliment. Ah, Kompliment, muss gleich was dazu sagen. Einfach nur ein nettes Wort. Das hilft manchmal schon. Oder eine Umarmung. Kommt drauf an, welche Person das ist. Familie jetzt, also meine Mutter. Ja, die tut meine Mutter. Die kann mich umarmen. Aber wenn andere Familienmitglieder mich umarmen, dann ist es halt so ein gewisser Abstand. Ne? Aber bei meiner Mutter ist es so, ich umarme sie gerne. Und wenn sie da auf mich zukommt und mich umarmt, dann ist es wunderschön. Was wünsche ich mir für mein Leben? Kinder, Ehemann, wieder einen Job und abnehmen. Und das wollte ich jetzt sagen mit den Komplimenten. Ne? Kommt drauf an, was für welche. Wenn ich jetzt sage, wenn jetzt jemand mir sagt, oh, du hast aber abgenommen, ist ein schönes Kompliment. Ich freue mich da wirklich drüber. Nur eigentlich ist das eine kontraproduktiv für mich persönlich, weil ich dann vor dem Schokoladenregal bei Real stehe beispielsweise oder irgendwo, bei einem Supermarkt besser gesagt, ich kann eine Werbung machen hier, also wie gesagt, an meinem Supermarktregal stehe und sage, oh lecker, Schokolade, die haben gesagt, ich hätte die ja schon abgenommen. Jetzt kann ich mir was gönnen. Eigentlich nicht. Aber dieser Schalter sagt, oh, du hast ja Komplimente bekommen, dass du schon abgenommen hast. Jetzt könntest du doch mal eine Tafel Schokolade in dich reinpfeifen. Und dann ist es halt mal so blöd, ich mach's dann auch noch. Also zumindest, ich kauf sie. Esse ich nicht auf einmal, aber ich kaufe sie. Und das ist schon die Kacke. Aber trotzdem, ich muss damit umgehen lernen. Klappt auch. Genau. Die nächste Frage, wie geht es mir? Ja, geht.
Ach ja, ich hatte gestern den Termin ja beim Jobcenter. Das war der kürzeste Termin, den ich je in meinem Leben beim Jobcenter hatte. Und es waren ungefähr, komm bitte, scheiß, was ist denn hier los? Ach Mensch, mal ganz kurz. Ja, ist das alles das Gleiche? Naja, ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall darf ich nicht bewegen wahrscheinlich. Das Termin beim Jobcenter, das war nur ein Gespräch, ein 5-Minuten-Gespräch, dann war es schon vorbei. Krass, ich habe so wie so ein kurzes Gespräch gehabt beim Jobcenter. Und nicht schlecht. Wie sieht es derzeit mit deinem beruflichen Weg aus? Möchtest du noch eine Ausbildung machen? Ja, das ist ja deswegen, ist ja diese Maßnahme jetzt. Und wir gucken, was daraus kommt. Ich würde schon gerne noch eine Ausbildung machen, nur halt das Problem ist, ich habe ja schon eine. Und dann das Problem mit, ich verdiene ja in der Ausbildung nicht ich viel, dass ich meine Miete bezahlen könnte. Oder ja, und dieses Wohngeld, das ist ja lachhaft hier in Hameln. Wirklich, das ist gar nichts. Also da sind 50 Euro oder so. Klar, ist 50 Euro ungefähr. Es ist so aufgerundet sein. Aber kann ich nicht viel machen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dann mein Leben finanzieren kann. Ich möchte auf gar keinen Fall. Und dann bleibe ich lieber erstmal noch Job Hartz-IV-Empfänger. Ich weiß, es ist nicht gut. Suche mir dann aber einen Job in der Reinigung oder dann halt im Notfall dann auch wieder in der Pflege. Aber ich möchte keine Ausbildung machen, wo ich danach, wenn ich dann, dass die ich nicht finanziell schaffe. Weil es gibt keine, ich will keine Ausbildung, also ich kann keine Ausbildung machen, beispielsweise wie Altenpflegerin, Pfleger, also oder Krankenschwester oder irgendeinen anderen Beruf, der so gut bezahlt wird, wie die Krankenschwester-Ausbildung oder die Altenpfleger. Das gibt es nicht in meinem, beim Niveau. Ne? Von daher, ich weiß ja, was ich kann. Und ja, aber vielleicht klappt das ja irgendwas, was vielleicht informiert, was kommt daraus an dem Seminar, was ich jetzt mache, mal gucken. Ne? Das bin ich ja sehr, ich freue mich da wirklich drauf, weil das wird gut, lol. Achso, freust du dich schon auf deine Maßnahme? Ja. Wie geht es dir? So ganz gut. Könntest du einen, achso. Warte mal. Wie fühlst du dich im Moment in Bezug auf deine Familie, deinen Körper und die Jobsuche? Aber auf meine Familie? Oh, Akku ist leer. Ja, so. Laufe mit der Familie. Hoppala. Ist ganz in Ordnung. Man akzeptiert sich, ne? Man mag sich, was auch immer, ne? Ist ganz in Ordnung. Und was war noch? Mit meinem Körper, ne? Ja, mit meinem Körper, ganz in Ordnung. Es läuft. Kalorienzählen ist gar nicht so schlimm. Und halt Sport mache ich ja auch ab und zu. Von daher, das wird schon alles. Und Jobsuche, es wird. Ich denke immer positiv schon mein ganzes Leben lang. Wirklich, schon seit der Grundschule. Okay, danach. Könntest du dir vorstellen, im Einzelhandel zu arbeiten? Regale auffüllen, gar kein Problem. Na, oder irgendwas hier, wie heißt das? Lebensmittel, wenn die reinkommen, dann verteilen wir es, wie gesagt. Das wäre gar kein Problem. Nur halt an der Kasse sitzen und wenn da irgendwas passiert, im Notfall, oder generell da auf der Kasse sitzen, glaube ich nicht. Also zumindest noch nicht. Und ich glaube, da muss ich auch die Leute auch beraten wahrscheinlich. Nee. Magst du mal mit mir einen Kaffee trinken? Gerne, liebe Managerin. Elena. Ja. Ja, sehr gerne. Vielleicht trifft man sich ja mal, bestimmt. Möchtest du mal Kinder haben? Ja. 2 bis 3, 4 Kinder möchte ich auf jeden Fall gerne, ja. Wie fühlst du dich? Alles gut. Es könnte besser, schlechter sein.
Komischerweise ist das letztes Jahr, war das ja so, dass ich dann anfang diese Depression. Warte. Achso, meine Katze war das ja eben. Und das ist jetzt hier zum Glück nicht so. Also es ist ja, es wird jetzt mal früher dunkel, aber das ist gar nicht so schlimm jetzt. Genau. Hast du einen Adventskalender? Noch nicht, aber ich werde wahrscheinlich wieder einen bekommen oder mir kaufen. Genau, auf jeden Fall, klar. Dann. Die letzte Frage wäre, ist, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Katze oder Hund? Ja. Aber ich würde mich freuen, wenn ich nochmal wiedergeboren werde. Das wäre cool. Also ich glaube das so, dass man, wenn man stirbt, dass man dann neugeboren wird als ein anderer Mensch. Ich glaube es. Das ist eine Wiedergeburt als Mensch dann aber nur, ne? Glaube ich schon. Aber das weiß man ja nicht. Dann soll ich jemanden grüßen. Und einmal. Einmal den Dennis soll ich grüßen. Hiermit bist du gegrüßt. Peinlich, aber ich habe gedacht, ich hätte noch jemanden, den ich grüßen soll. Aber wenn ich jemanden grüßen soll, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Oder schreibt mir eine WhatsApp. Also WhatsApp. Eine Nachricht einfach. Ja. Das ist der Sonntagmorgen jetzt. Ich werde jetzt schnell ins Bett. Dann werde ich ein bisschen aufstehen irgendwann mal, weil ich ja. Weil heute Nacht wird ja die Uhr leider nochmal umgestellt. Ich hoffe, das ist das letzte Mal wieder zurückgestellt, so wie die Gartenmöbel. Das sind ja dann rausgestellt im Sommer. Oder, ne? Und dann halt im Winter werden halt die Gartenmöbel wieder reingestellt, also die Uhr wieder zurück. So habe ich es gelernt. Genau. Deswegen haben wir heute, eigentlich hätten wir ja eine Stunde, haben wir ja auch eine Stunde länger, können wir schlafen. Gut. Aber ich werde jetzt, wie gesagt, ins Bett gehen. Dann werde ich morgen früh das Video für Sonntag drehen. Das vegane Video, was mir Spaß macht. Dann werde ich vorab duschen. Mein Gott, jetzt liegt ja an, was ich alles mache. Aber ich werde dann auf jeden Fall noch in die Kirche gehen. Weil ich weiß nicht wieso, aber ich habe das den Drang dazu, in die Kirche zu gehen. Weiß ich nicht. Und morgen Nachmittag, ja, schon, ja, oh. Gehe ich mit meinem Bruder und meiner ganzen Familie. Da heißt das Moschee? Nein, Moschee ist es nicht. Also ein Buddha-Haus. Oder ist das nur was? Ja, ein Buddha. Also mein Bruder ist Buddhist. Also zumindest interessiert sich dafür. Oder den Buddhismus. Und da haben sie morgen so eine Veranstaltung. Und hakt da offene Tür. Und dann kommt mal, geht man mal rein und guckt mal, was sie so sagen. Oder was sie so anbieten. Mein Gott. Ich bin für alles offen, ne? Ich gucke mir alles an. Alle Kulturen finde ich cool und Religion auch. Ich bin keine abgeneigt. Von daher alles offen. Deswegen werde ich das morgen machen. Genau. So, guten Morgen, meine Lieben. Eigentlich war es ja geplant, dass ich jetzt in der Kirche bin, aber es hat sich etwas verändert. Aber das ist mein Leben. Hier habe ich zwei Brötchen, die ich jetzt esse. Dann habe ich hier als Aufschnitt eventuell Hummus, pikant. Dann anderer Hummus, dann hier so Cremes, vegan, dann hier Zap, also Goldsaft, Zuckerrübensirup, da habe ich hier Margarine, da habe ich hier einmal Tee und einmal Butterkäse. Genau, ein Kaffee wird gerade gemacht. So, meine Lippen, ich habe die Haare gemacht und... Gut, Entschuldigung. Ich werde jetzt mich ein bisschen schminken, weil ich jetzt mit meinem Bruder und meiner Mutter zu dem Buddhismuszentrum gehe, hier in Hameln. Also, da werde ich euch jetzt nicht mitnehmen, weil natürlich, das darf man nicht. Ich habe sonst auch nicht gemacht, weil ich mir noch nicht traue. Aber auch Schwamm drüber. Ich werde mich jetzt fertig machen. Thank you.
Ich habe gerade das andere Video fertig gedreht, deswegen ist es hell, ein bisschen heller. Also das Video von Sonntag, wenn ich es noch schaffe, ist gleich 6. Es ist stockdunkel draußen, wirklich. Also wir haben es gerade 6, noch nicht mal 6, wir haben 6:10. Es ist richtig dunkel schon. Ja gut, die Uhr ist umgestellt. Ja, ich war ja vorhin mit meiner Familie. Oh, diese komischen Dinger hier. Ich mach mal aus ganz kurz. Ja. Es ist ganz dunkel jetzt. Huch! Du dickes Ei. Sehe ich das nur oder ist es orange jetzt? Ist auch egal. Ja. Boah. ja. Wo war ich hier stehen geblieben? Ja, beim buddhistischen Zentrum hier in Hameln. Und sehr viele Menschen waren da. Also für mich persönlich waren es viele, bestimmt 20, 25 Menschen so. Und ja, wir waren dann da und mussten alles ausziehen, also die Schuhe ausziehen, Entschuldigung. Das war gar kein Problem. Und dann manche saßen auf dem Boden, also mit so Kissen, und andere saßen auf den Bänken und wir saßen halt auf Stühlen. Und dann hat er da erzählt, was mit dem, was Buddhismus ist und so. Und wen sie anbeten. Ja, anbeten tun sie ja irgendjemanden, glaube ich. Aber wer da Meister ist oder so. Oh, Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Der Buddha und dann halt so ein Ole. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Das ist so ein Däne. Der. Mensch, ich kenne das. Ja. Und dann haben sie, wie heißt das? Meditiert. Und das mache ich ja auch ab und zu. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Aber ich finde das toll. Also ich finde jetzt gar nichts Negatives von diesem Buddhismus erzählen. Alles super. Nur ich würde gerne da hingehen. Nur ich liebe meinen Bruder ja, ne? Also er ist mein Bruder. Ich liebe ihn als Bruder, ja? Aber ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn ich dann mit meinem Bruder hingehe, weil ich nicht weiß, ob dann ja, mein Bruder sich jetzt verstellen muss, wegen wenn ich da bin. Das muss er ja nicht, aber ich weiß nicht, ob mein Bruder ob das möchte, dass ich mitkomme. Weil es hier in Hameln ist, wenn es jetzt irgendwo in Bad Pyrmont ist oder außerhalb von Hameln besser gesagt, dann würde ich dann auch gerne hingehen ohne meinen Bruder. Also was ist halt immer so. Okay. Warte mal ganz kurz. Hier brennt's. Rauchmelder blinkt. Nachbarin? Okay, ist aus. Nee, tut mir leid. Weil man weiß ja nie, ne? Die kocht gerade wahrscheinlich oder macht brennt irgendwas an. Ist auch egal. Wo war ich stehen geblieben? Mit dem Buddhismus, ne? Genau. Und da haben wir auch meditiert, wie gesagt. Und ist schon manchmal ganz kompliziert. Zumindest für meine Persönlichkeit. Für andere dahingestellt, aber für mich war es anstrengend. Also anstrengend nicht, aber kompliziert. Alleine schon die Augen zuzumachen. Ja, ist so. Und zwar war das halt so, dass man halt die Augen schließen musste und sich dann halt vorstellen musste, dass eine Person, dieser Buddha wahrscheinlich, vor einem steht und man, ja, diese Person, die Buddha, gibt uns irgendwas. Und plötzlich ist Durchsichtiges, geht ins in den Kopf und dann halt blau oder so in den Bauch oder und glaube ich zumindest irgendwas ins Herz noch so, habe ich es verstanden. Nur wie kann ich mir das, also wie soll ich das vorstellen, wenn durchsichtiges Licht in mir hier oben rein, wenn es durchsichtig ist. Weißt du, was ich meine? Wie sehe ich das dann? Wenn es durchsichtig ist. Das verstehe ich nicht. Ich bin halt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Andere werden das verstehen. Ich jetzt nicht. Aber Gottes Willen, ist auch gar nicht so schlimm. Ich finde das toll. Werde auch regelmäßig jetzt meditieren und mich auch mehr
ich finde das ja gar nicht so schlecht, ne? Nur halt, ich möchte halt nicht ungern dann halt in dieses Zentrum. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil ich meinen Bruder nicht blamieren möchte in dem Sinne, weil ich bin halt ich. Ich bin halt schüchtern, ich bin zurückhaltend, ich bin halt nicht normal. Das ist schon normal, aber ich bin halt schüchtern, zurückhaltend. Und ich möchte meinen Bruder nicht da nicht blamieren. Von daher werde ich jetzt zu Hause für mich meditieren und dieses Buddhismus recherchieren, was es da gibt. Aber ich bin ja Christ eigentlich, evangelisch. Und es ist halt so, ist beides wunderschön. Glaube ist, ja, seit Oma tot ist, ist es halt so, dass der Glaube dann doch irgendwie doch da ist. Also ich war vor Omas Tod nicht gerade die Gläubigste, jetzt irgendwie schon. Ja, komisch, ne? Ich weiß auch nicht. Vielleicht gehe ich ja auch am Mittwoch in die Kirche, mal schauen. Weil es gibt einmal hier zwei Kirchen in Hameln, wo ich wohne jetzt hier in der Innenstadt. Einmal die Münsterkirche und einmal am Pferdemarkt. Nikolaikirche, glaube ich. Ne, es gibt ja sogar drei Kirchen hier in der Nähe. Da hinten auch noch. Also, da habe ich mit mir selbst geredet. So weit ist es schon. Ja, auf jeden Fall gibt es hier mehrere Kirchen hier in Hameln. Und die eine ist um 10 Uhr am Montag, nicht am Mittwoch. Und die andere ist um 18 Uhr. Mal schauen, zu welcher ich hingehe, ob ich überhaupt da hingehe, das weiß ich ja nicht. Ich möchte jetzt auch nicht so jemand werden, der jetzt jeden Sonntag in die Kirche geht. Das will ich auch nicht sein. Aber einmal ganz kurz mal so, ja, so in die Kirche gehen, ist ja manchmal gar nicht so schlecht. Genau. Sonst habe ich jetzt nicht so viel. Ich werde jetzt ein bisschen kochen. Und zwar werde ich Kartoffeln machen, Rosenkohl und dazu gibt es ein Hacksteak. Steak. Auf veganer Basis natürlich. Ich werde es einmal ausprobieren. Ich habe es gekauft. Ich möchte auch essen. Genau. Da gibt es dazu keine Soße, weil ich habe keine. Ist auch kein Weltuntergang. Aber ich mache einfach eine Tomatensauce. Aber zu Kartoffeln und Tomatensauce? Ich werde einfach ausprobieren. So. So, meine Lieben, das ist heute mein Abendessen. Ich weiß, böse, böse Kohlenhydrate am Abend sollte man nicht essen. Ist es ja auch nur die Kartoffeln. Der Rest ist vegan. Ja, ist alles vegan. Aber das sind hier Rosenkohl und ein veganes Hacksteak. So steht es drauf. Veganes Steak. Und dann hier habe ich meinen nicht so lecker ansehenden Salat. Das ist Balsamico-Essig. Ein bisschen Öl. Ja, ganz viel Knoblauch, wie immer. Und ein ganz bisschen Tofu. Das sieht man jetzt, glaube ich, nicht so. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Nebenbei trinke ich Tee und schaue Excel. Genau. So, meine Lieben. Das waren jetzt 3 Tage mit mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe ja heute wieder mein vegan Video hochgeladen, was mir eigentlich sehr viel Spaß macht, aber das sehr, 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 sehr schlecht ankommt. Also ich kriege überwiegend negative Kommentare, dass ich mich nicht richtig informiere und das Falsche erzähle. Wenn es manchmal falsch rüberkommt, dann tut es mir leid. Aber ich habe das so recherchiert und die Informationen so zusammengesammelt, wie ich da denke, dass es richtig so ist. Und wenn es dann halt falsch ist, tut mir leid. Aber ich lasse mich da jetzt nicht unterkriegen. Ich mache jetzt weiter, auch wenn es vielen nicht gefällt und generell meine Videos generell nicht so gut ankommen. Shit happens. Mir macht's Spaß und das ist das einzige Wichtige. Heute, wie gesagt, habe ich jetzt das Video auch hochgeladen. Auch ein bisschen später, so um 21 Uhr, glaube ich. Und habe das erste Mal dieses Premiere gemacht. Also das heißt, 2 Minuten Countdown und da ist jetzt ein Chat und dann kann jemand schreiben und ich kann auch schreiben. Also ich kann mit euch kommunizieren, live, aber ihr seht mich nicht, sondern ihr seht das Video. Das finde ich ganz cool eigentlich. Und wenn das bei
die nächsten Videos mal jedes Mal machen. Also, ja, weil ich das ganz cool finde. Genau. Ich höre jetzt auf und wünsche euch ein wunderschönes Wochenstart. Genau. Also, bis bald. Tschüssi. Mit dem Zucker ist das aber gut gemeint. Was willst du denn damit sagen? Willst du damit sagen, ich habe zu viel Zucker reingetan? Ich habe zu viel Zucker reingetan? Zu viel Zucker? Zu viel Zucker? Ich habe zu viel Zucker reingetan? Zu viel Zucker? Sag mal, gehst du noch zur Schule oder? Klar, ich mach Abi, Abitur, Abitur, durch die Tür. Ich habe jetzt Geige gelernt. Also, hoffentlich klappt das jetzt. Vorführeffekt. Und Leonie war richtig schön am Spielen. Und dann habe ich hinter mich geguckt und da war da dieser Eisautomat mit diesem Eisbär drauf. Und der Eisbär, der rief schon richtig, hol dir ein Eis, Dom, hol dir ein Eis.